Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Frau Bundesministerin, Hohes Haus, sehr geehrte Zuseher. Pflanzengesundheit ist uns sehr wichtig, denn fast 80% unserer Lebensmittel stammen aus Pflanzen. Aufgrund des globalen Handels besteht aber leider immer öfter die Gefahr, dass gefährliche Pflanzenschädlinge auch in Österreich verbreitet werden, wodurch die Pflanzengesundheit in Gefahr gerät. Aufgrund einer Kompetenzbereinigung Anfang des Jahres ist die Kompetenz in Bezug auf den Pflanzenschutz vom Bund in die allgemeine Zuständigkeit der Länder gefallen. Dies und die Tatsache, dass einige EU-Verordnungen in den Bereichen Lebens- und Futtermittelrecht, Tiergesundheit, Tierschutz sowie Pflanzengesundheit und Pflanzenschutzmittel in Kraft getreten sind, machen eine Novelle des Pflanzenschutzgesetzes 2011 notwendig. Die Novelle ist rein technischer Natur, dennoch möchte ich auf die Wichtigkeit des Inhaltes eingehen. Meine Damen und Herren, die Pflanzengesundheit ist nicht nur für die Pflanzenerzeugung, sondern auch für die Wälder, natürliche Flächen wie Kulturflächen, für das Ökosystem und die biologische Vielfalt von großer Bedeutung. Wir haben in diesem Bereich in Österreich bereits sehr hohe Standards und das ist sehr gut so. Dennoch denke ich, es wäre sehr sinnvoll, die Verwendung von Glyphosat in Österreich zu beschränken oder sogar gänzlich zu verbieten. Glyphosat wird als weltweit meist gespritztes Unkrautmittel an Pflanzen angewendet, bleibt jedoch nicht dort. Es gelangt über Umwege in unseren Körper, beispielsweise den Verzehr von Pflanzen und Tieren. Zahlreiche Studien haben bereits belegt, dass Glyphosat eine Gefahr für unsere Gesundheit darstellt und das Mittel wurde bereits von der Weltgesundheitsorganisation sogar als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. Mit einer Beschränkung bzw. einem Verbot könnten wir in Österreich eine Vorreiterrolle einnehmen und zeitgleich unsere Österreicherinnen und Österreicher vor diesem Gift schützen. Gesundheit ist das oberste Gebot und daher sollten wir die Interessen der Konzerne hintanstellen und zum Wohle unserer Bevölkerung agieren. Danke. Zu Wort gemeldet ist sagt Alois Kainz von der FPÖ, die Verwendung von Glyphosat zu verbieten in Österreich ist gelange über Umwege in den menschlichen Körper, sagt er.